Wie man heute gehört hat, beteiligt sich Bell mit 49% an Hilkone mit der Option auf weitere 2% im 2015. Was hat sie zu dem Schritt bewogen? Der Markt verändert sich sehr, sehr stark, wenn man in der Schweiz und im Ausland anschaut. Wir haben eine ganz große Konzentration im Handel, sowohl im Lebensmitteleinzelhandel wie auch in der Gastronomiehandel. Und heute zum Beispiel konzentriert Migros mit Denner und Coop ungefähr 85-90% von frischer Convenience auf sich. Und da ist es wichtig, dass man die Beziehungen zumindest einmal von denen sehr intensiv pflegt und auch vertieft. Und mit der Transaktion, die wir da vorhaben, ist die Möglichkeit vorhanden, sehr intensiv das Marktvolumen von mindestens einem von denen auszunutzen und von dem zu profitieren und mit der Stärke, die wir da gewinnen, auch den gesamten übrigen Markt, sowohl in der Schweiz wie im Ausland, zu bearbeiten. Was ändert sich dadurch für Kunden oder auch Angestellte von Hilkone? Für Kunden, die kommt eigentlich eher mehr Leistung über, weil wir die Synergien auch nutzen können. Synergien aus dem Vollsortiment, Synergien aus der Produktion, aus der Logistik, aus dem Kosten, aber auch aus dem Qualitätsmanagement raus. Und für die Mitarbeiter ändert sich eigentlich diesbezüglich nichts. Wir werden die heutigen Mitarbeiter weiter beschäftigen und werden zusätzliche, unsere Mitarbeiter werden zusätzliche Kollegen nach oben kommen, indem wir wachsen. Sie haben zwar vorher betont, dass das keine Übernahme, sondern eine Partnerschaft ist. Schlussendlich schaut es trotzdem dann auch aus, als ob in 4 Jahren zum Mille Hilti die Aktienmehrheit abgeht. Ist Ihnen der Schritt schwer gefallen? Sicher nicht, ist es nicht einfach, sich über den Sprung rauszugehen. Und trotzdem muss da die Rationalität über die Emotionalität siegen. Das hat sich die gesamte Familie gesiegt. Und wir glauben, dass wir mit diesem Schritt einen ganz wichtigen Schritt gemacht haben für die zukünftige Entwicklung für Hilkone in den nächsten 25 Jahren. Und die Zukunft wird das zeigen, dass das richtig ist und dass die Interessen der Familie erst in zweiter Linie kommen. In erster Linie sind es die Interessen des Unternehmens. Was erwarten Sie sich für Reaktionen Ihrer Bevölkerung oder was haben Sie auch schon für Reaktionen bekommen, wie jetzt vielleicht von Angestellten? Also bisher ist überraschend sehr, sehr positive Reaktionen gekommen, sowohl von den Mitarbeitern als auch von der Öffentlichkeit her. Alle sahen eigentlich die Riesenchance, die da drin liegt und es gratulieren auch der Familie, dass sie das macht, diesen großen Schritt, weil er sicher nicht einfach ist. Und selbstverständlich gibt es auch kritische. Für das habe ich jetzt spezielle Mailadresse für mich gemacht, jürgen.g.hilti@hilkone.com, wo jeder Mitarbeiter, aber auch von außen her an sich privat oder direkt an mich wenden kann, die für all die Fragen beantworten, wo der hier kommt, um eben Unsicherheiten etc. sofort und direkt beantworten zu können.